Was ist in der letzten Folge passiert? Unserem Lieblingsandroiden Kara wurde der Speicher gelöscht. Das heißt, sie hat scheinbar keinerlei Erinnerung mehr, aber wir versuchen sie Stück für Stück wieder sie herzustellen, um sie vielleicht irgendwie doch noch zu retten. Nur weil wir einen Tick zu langsam waren und den Kurzschluss nicht rechtzeitig verursacht haben, sind wir jetzt vermeintlich einer von Zlatkos Dienern. Zlatko, der sympathische ältere Herr, der uns da. Ja, dann, ja, in sein Haus gelockt hat, er ja nicht in seinen Keller gelockt hat und dann unseren Speicher gelöscht hat. Mal dein Arsch. Aber mal gucken, ob wir es vielleicht doch irgendwie wieder hergestellt bekommen. Stell es einfach auf den Tisch da drüben. Was für ein Tisch? Oh, ja. Dahin. Ja, auf so ein paar Chips und Kekse. Wunder mich nicht. Kadaver weg. Was für ein Ding? Nach dem Mann. Die Scheißjoppe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich gegen eine beschissene Buchhaltung verlassen. Der Rückblick auf Todds kleinen Hast du Ausrüstung. mich verstanden? Ja, Slatko. Hast du gebracht? Bring die Leiche nach nebenan. Moment. Scheiße, ich werde gerne noch Kuckuck. Luther! Luther? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann bringe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Wir haben 10 Minuten Zeit. Das Mädchen. Ich muss mich erinnern. Uiuiuiui, ich hasse das, wenn ich wieder unter Zeitdruck arbeiten muss. Okay, das ist eine kleine Rückblende. Macht es euch gemütlich. Gut, wir müssen eh noch mal hoch gleich. Aber dafür ist gerade wieder eine Rückblende, oder? Ne, geht's nicht weiter, okay. So, machen wir kurz die Tür öffnen. RA9. Das haben wir ja schon öfters gesehen. Was ist das hier? Das könnte uns auch mal. Also, das ist nur so ein. Wir haben noch 8,5 Minuten und wirklich viel rausgefunden haben wir noch nicht.
Alice im Wunderland, das Buch, woher sie ihren Namen hat. Das ist ein wichtiger Hinweis. Mein Name ist Kara. Alice? Aber gerade noch ein wichtig. Finde Alice. Wir haben noch 8 Minuten 17. Wir müssen gucken, dass sie finden. Nee, das brauchen wir nicht. Jetzt gibt es jetzt die. Warte mal. So, zum Korridor. Vielleicht ist sie da drin. Treffer. Definitiv nicht. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Ja. Luther! Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Sofort, Slatko. Müssen hier rein. Versteck dich. So, da müssen wir jetzt runter. Schnell. Geh raus. Was zur Hölle machst du? Komm her! Hau ab! Sie durchsuchen das Haus. Wir müssen hier raus, bevor sie uns finden. Scheiße. Wo sind sie? Luther! Finde sie! Verdammt nochmal! Komm, ab in den Schrank. Der ist immer noch hier drin. Schnell raus hier.
Fresse. So, Renner. Wir dürfen nicht anhalten. Du musst tapfer sein, Alice. Ich weiß, dass du da bist, Miststück. Komm raus. Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Da bist du ja. Scheiße. Es ist safe raus irgendwie. Hoffentlich entkommen wir hier sicher. Wir sehen uns also das in der nächsten Folge an bei Let's Play Detroit Become Human. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die Folge so kurz ist, deswegen machen wir noch ein paar Minuten. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Krass. Oh oh. Das war, sollte viel das Ende sein. Habt euch rausgelassen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Gehorcht mir. Ich bin euer Meister. Ich bin euer Meister. Leider die Quittung bekommen. Ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Jo. Flucht aus dem Haus. Schlüssel. Schüsse, Kara und Alex. Alice. So rum ist es richtig. So, und den nächsten Teil sehen wir dann wirklich erst im nächsten Part. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Detroit Become Human.